Records Radio, KRR. Bringing the curb back into music. Das ist eine sehr schöne Sendung, das macht mir Spaß. Vor allem, weil es kommen so viele Erinnerungen hoch. Also es ist wirklich so, ich stehe im Christmann und spiele Donkey Kong. Ich sitze im Keller, im Computer neben der Waschmaschine und spiele Final Fantasy. Und das ist witzig, weil das nicht die Games holen die Erinnerung hoch, sondern die Musik dieser Games. Also es ist wirklich, also wenn ich diese Spiele spiele, dann bin ich halt im Spiel drin und denke schon mal drüber nach, ja, das habe ich damals gespielt, aber ich höre die Musik und bin direkt in so einer Situation, wo ich es gespielt habe. Ja. Ich hätte gerne noch eine unserer beiden kollektiven Videospielerinnerungen. Auch mit Victor und Bandan, rest in peace. Metal Gear Solid. Das zweite Metal Gear Solid, das erste offizielle, sag ich mal, 3D Metal Gear Solid auf der PlayStation 1. Das dritte sogar. Ach stimmt, es gab zwei Metal Gear Solid auf dem Famicom, die hießen gar nicht Metal Gear Solid, die hießen nur Metal Gear. Jetzt wird es richtig nerdig, aber ja. Ja, die hießen stimmt. Metal Gear. Muss ja erwähnt werden, ja. Auf dem MSX. MSX. Mhm. Ja, und Metal Gear Solid hat uns immer begleitet. Ich habe es letztens auch nochmal gespielt. Ich würde sagen, 2 Jahren habe ich nochmal Metal Gear Solid 1 komplett durchgespielt auf der Vita. Und das ist einfach geil. Es ist einfach ein fantastisch gutes Spiel. Es macht wirklich Spaß. Die Characters sind alle sowas von cool und over the top und aber irgendwie auch deep. Also ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Die sind so over the top. Das ist wie Kill Bill. Jeder hat so einen eigenen Tierbezug. Und das zieht sich ja auch durch die Reihe durch. Keine Ahnung, Vulcan Raven, Psycho Mantis, Revolver Ocelot, also Sniper Wolf, mega, weißt du, es sind so, allein die Namen sind so, oh, wie cool. Und das ganze Spiel ist einfach so gut gealtert. Ich hätte gerne den Fight mit Rex, beziehungsweise die Musik in der Halle, wo Metal Gear Rex steht. Ja. We'll be right back.
Der meckert James Bond. Tolles Theme. Aber wenn du es gerade da hast oder suchst vielleicht einmal kurz raus, ich glaube, wir müssen einmal das Opening-Theme hören mit diesen geilen Frauenchor-Synthesizer. Bla, 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 bla. Das ist so ikonisch. Do it. Yeah. Oh, ist das gut. Was für ein Sound, was für eine Kadenz. Da könnte auch jetzt direkt irgendwie ein Frank Ocean Song oder so. Das sind die Sounds, das sind die Vibes. Mega. Das Sample habe ich mir auch schon so als Loop angelegt, damit man es halt in irgendwelchen Mixes reinverwursten kann. Du jeden Mix aufbessern kannst. Das ist wie Maggi. Die geheime Würzsoße, die jeden DJ-Mix richtig pusht. Elektronische Musik und Metal Gear Solid, Ghost in the Shell, Akira. Die Dinger, die flashen einfach jeden im Moment. Und eigentlich schon immer. Evangelion, ey, was für eine Kultur. Wir haben es aufgesogen mit der Batteriesäuremilch. Diverse Controller, Rage quittend, umgesteckt von Port A auf Port B, damit du Psycho Mantis besiegen kannst. Ja, dann spielen wir direkt noch das zweite Metal Gear Solid Lied. Jawohl. Das sind die Endtitles, ne? Ja, das ist ein richtig schöner Song einfach. Schöner japanischer Song. Mit dem Titel The Best Is Yet To Come. Thank you.
Mischung aus Enya und japanischer Folkmusik. Also Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Ich habe immer das Gefühl, dass Hideo Kojima so eine, der kriegt's hin, so eine Balance aus wirklich albernen, lustigen Jokes und einer völlig überzogenen Otaku-Haftigkeit, also Charaktere, die nackt sind, weil sie keine Klamotten tragen dürfen, weibliche Charaktere natürlich, wohlgebaute weibliche Charaktere, die nackt sein müssen, damit die Sonne sie bescheint, weil sie nur durch Photosynthese leben können. Aber ja, hast halt eine schöne Frau mit einem riesen Gewehr in der Hand. Nackt. Dann, und solchen Mist und dann aber einer richtigen, eine fühlbare Ernsthaftigkeit und Themen, die halt wirklich, sag ich mal, tiefenpsychologisch ansetzen und auch wirklich in gesellschaftliche Themen einsteigen. Der völlig übertriebene Trump-artige Präsident, der einfach nur irgendwie auf Steroiden sich dann mit dem Samurai battelt. Und aber eine Rede hält, die direkt von Trump geschrieben sein könnte. Ja. Oder geschrieben lassen worden sein könnte. Ja, ich bin ein Riesen-Fanboy. Egal. So, der ist gut. Der ist einfach gut. Ich hoffe, er macht genau so weiter wie bisher. Das passt jetzt vielleicht so ein bisschen melodisch vom Feeling so ein bisschen dazu. Das ist ein Deutsch-Rap-Lied, wo jemand ein mega gutes Sample benutzt hat. Du wirst es sofort erkennen, wenn es läuft. Das ist auch nur das Intro zur Platte, das geht gar nicht lang. Aber wir hören das Intro von Enoch. Rap ist alles andere Scheiße finden. Ich seh jeden deiner Rapper mit der Zeit verschwinden. Ich feier eure Mucke nicht. Frag mal Savas, Digga, keiner der mehr Optik ist. Wissen wer der Babu ist, doch wer ist konkret Finn? Reim, Rausch, Randale, zurück bis wir am Anfang sind. Starten Sie, mein Name ist Daniel A. Ich verlang nicht viel, nur dass ihr euch daran erinnert. Scheiß drauf, bis dies immer fressen und gefressen werden. Bin zu beschäftigt, Digga, ich hab keine Zeit zu sterben. Lass den Teufel warten, denn er hat Zeit genug. MH370, ich wünsch guten Flug. Starter, Newcomer, vielleicht reicht es doch noch für ein Boot für Mama oder meinen Vater aus den Schulden holen. Kopf voller Probleme auf dem Weg nach oben. Ah, ich zerreiß mich gerade. Wer ist, was für ein Spiel? Hilf mir. Ist auf dem Super Nintendo? Ja. Ne? Ist ein Unterwasserlevel. Aber ist es Mario? Es ist ein Mario-artiges Spiel, aber es ist nicht Mario. Nee, eben nicht, ne? Das ist zu düster für Mario. Ah, nee, hilf mir. Es ist Donkey Kong Country. Donkey Kong Country, okay, ja. Geil. Sehr gut. Geiler Track übrigens hier, Enoch. Tough gerappt. Guter, ja, sehr düster. Also ja, der hat auch echt harte Themen. Aber kann ich direkt nachvollziehen, so was er so erzählt. So die alten Deutschrapper nicht vergessen. Da kommt's her. Finde ich gut. Und alle anderen sind halt Wack MCs, ne? Ich kann es nachvollziehen. Alle außer mir sind auch Wack MCs. Sehr schön. Geiles Ding. Enoch, muss ich mal ein bisschen mehr reinfahren. Ich höre so selten Deutschrap. Ich mach direkt Werbung für einen unserer wöchentlichen DJ-Mixes, die wir hier auf Baltic Radio veröffentlicht haben. Der müsste jetzt auch mittlerweile auf Soundcloud sein. Ich habe einen Deutsch-Rap-Mix gemacht. Sehr geil. Hör da mal rein, Louis, da sind nämlich auch ein paar coole Lieder dabei. Ja, also wenn du die spielst, sind die alle cool. Das weiß ich. Mike ist übrigens der beste DJ der Welt. Das weiß er noch genau, nicht. So, genau, und Louis ist der beste MC und ich bin der beste DJ. Und alle anderen sind wack. Ihr seid alle wack. Ihr seid alle wack. Egal, wie schlecht ihr uns findet, ihr seid wack. Das ist die schöne Hip-Hop-Logik. Genau. Aber Louis ist nicht nur ein guter Rapper, sondern du bist auch ein Top-Produzent. Oh,
Oh, das geht runter wie Öl. Und Enoch und tausend andere haben natürlich schon irgendwelche Videospiel-Samples benutzt. Und auch du, Louis, hast einen Beat gebaut mit einem Videospiel-Sample. Pass auf, es ist kein Sample. Ich habe den Sound nachgebaut. Nicht sonderlich schwer. Ich habe den Sound nachgebaut und nachgespielt. Ich habe sogar den Gameboy-Sound im Intro, den Anmacher, habe ich auch nachgebaut. Das ist kein Sample. Nice. Sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, das Lied hat noch keinen offiziellen Namen, weil es, ich weiß nicht, gibt es schon einen Text zu dem Lied? Also der genaue Titel ist Tetris-Instru. Punkt MP3. Ja, ja. Glatte 80 BPM. Ja, dickes Ding. Auf jeden Fall geil zum Freestylen. Und ja, da gab es schon einen Text drüber, aber das war irgendwie die Analogie von Liebe machen auf Tetris spielen.
mein Vierer ja, und so. Ja, ja, ich erinnere mich, ja. Ja, jetzt nicht sonderlich clever, aber ich fand es eine Zeit lang super clever. Aber ich bin ganz froh, dass ich ihn nicht rausgebracht habe. Du hast natürlich den langen Tetris-Stein, ne? Natürlich, ich habe den Vierer in der Hose und er passt in die Lücke und bla bla bla. Ja, und ein Tetris ist ein Orgasmus und so. Ja, also, ah. Ja, ja, ja. Genau, ganz schlau. Genau, das nächste Lied ist auch wieder ein Lied mit Videospiel-Samples, geht in die ähnliche Richtung, also auch so 8-Bit. Und wir haben uns vorhin gefragt, wer das produziert hat. Wir haben es nämlich nicht rausgefunden. Das heißt, wenn irgendeiner weiß, von wem das Lied ist. Ja. Das ist nämlich ein Beat, auf den ich schon so oft gefreestylt habe. Und der ist schon seit fast 20 Jahren auf meinem Laptop. Und ich habe keine Ahnung, wer das produziert hat. Wenn ihr das wisst, schreibt es uns bitte. Ich will wissen, wer dieses Ding produziert hat. Ich habe es auch auf YouTube gefunden, aber ich glaube nicht, dass dieser russische Uploader auch der Producer ist, weil ich das nicht von diesem Video her habe. Also ich habe das irgendwo mal als MP3 irgendwo gefunden. Vielleicht ist es auch einfach das Playback von irgendeinem bekannten, keine Ahnung, Dipset-Song oder so. Sagt's uns, was es ist. Ich weiß es nicht. Der Pac-Man Beat. Das war, glaube ich, so, also ich erinnere mich auch noch an das Lied, als es aktuell war. Und ich glaube, das muss so unsere Dubstep-Zeit gewesen sein, so, weiß nicht, ab 2007 rum oder sowas. Ja, ich glaube auch, ja. Ist ein bisschen schneller als der typische Dubstep-Beat. Das ist 80 BPM. Eigentlich ist es so ein Crunk-Ding. Ja, ja, aber von den Sounds her passt es halt total. Ja, voll. Ja. Was haben wir noch? So, wir haben noch, wenn ich richtig gucke, 3 Tracks. Die will ich auch echt alle spielen. Ja, du, das machen wir. Die sind alle eher so ein bisschen elektronischer. Wir haben es vorhin schon ein paar Mal erwähnt über die schönen Sound-Eigenschaften des Sega Mega Drive, dass der so einen geilen Yamaha-Chip drin hatte. Ja, der gleiche wie der DX21, den ich hier stehen habe. Warte, da steht er. Genau, also für alle, die kein Video gucken, sondern Radio hören. Wir haben sogar eine Radiosendung. Louis drückt auf einem Yamaha-Keyboard rum. Ein super bekanntes Keyboard aus den 80ern. Ein prägender Sound der 80er-Jahre-Popwelt. Genau, DX7, DX21, die ganze DX-Reihe. Und Mega Drive, der Sega Mega Drive hatte eben den gleichen Chip drin. Genau, eine kleinere Variante, ja, also genau, du kannst nicht so viele... du hast, also von Yamaha entwickelt, ne?
Genau, also es ist ein Yamaha-Chip. Das ist ein FM-Synthesizer, also Frequency Modulation, und du hast halt sogenannte Operators, die du konfigurieren kannst, und je nachdem, wie du die konfigurierst, klingen sie halt nach einer Trompete oder nach einem Keyboard oder nach einer Harfe oder was auch immer. Ja. Und ich glaube, das Keyboard hat 6 oder 8 Operator und der Mega Drive hat halt nur 4. Also du kannst halt nicht so ausgefeiltes Sounds damit machen, aber es klingt trotzdem ziemlich geil. Für eine Konsole damals war das schon richtig ordentlich. Ja, auf jeden Fall. Wir hören eins meiner absoluten Lieblingsspiele auf dem Sega Mega Drive, was auch zeitgleich einen der prägendsten Soundtracks auf dem Mega Drive hervorgebracht hat. Und zwar vom Yuzo Koshiro aus dem Spiel Streets of Rage 2. Ich glaube, der Song heißt Too Deep. Legend. Ja, funktioniert immer noch. Ich spiele sogar jetzt einfach noch einen Track. Ja, gerne. Das ist ja auch ein legendärer Game-Soundtrack, der Streets of Rage. Ja, wirklich
Also es klingt nicht wie Videospielmusik, es klingt wirklich wie Clubmusik aus den Anfang 90ern. Also das ist wirklich sehr zeitgemäß damals gewesen. Ja, so richtig schöne Hausmusik. Ne? Also es lief ja auch echt im Club, lief ja auf dem Yamaha-Chip. Also ich meine, ja. So klang elektronische Musik damals halt auch. Ja, einfach. Tatsächlich. Genau, die Instrumente und so. Man könnte theoretisch wahrscheinlich In the Air Tonight von Phil Collins spielen, ohne die Drums. Ja. Diverse Songs aus dieser Zeit. Wham. Ja. Die haben alle irgendwelche Yamahas verwendet. Ja, ist schon cool, dass in so einem kleinen Gaming-Ding einfach irgendwie eine Soundmaschine drin ist, die tatsächlich auf den großen Bühnen der Welt und in den Studios damals Standard war. Das spricht für die Qualität von den Sega-Produkten damals, auch wenn es eine kleinere Version war natürlich. Aber es ist schon erstaunlich, was die damals alles eingebaut haben. Ich weiß nicht, ob man es jetzt über die Chat-Übertragung gehört hat, aber die Musik hat halt so einen geilen Stereo-Effekt. Und zumindest der erste Mega Drive, der hatte halt hinten an dem Videoausgang war nur Mono. Und der hatte aber vorne, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, der hatte vorne so einen Kopfhörerausgang und dann so einen kleinen Slider, wo man den Kopfhörer laut und leiser drehen konnte. Und wenn man die Musik darüber gehört hat, dann war sie Stereo. Ach, verrückt. Also der Kopfhörerausgang hatte eine bessere Qualität als der AV-Ausgang hinten. Das genau, ist sehr geil. Weil, keine Ahnung, irgendwie in den 80ern gab es halt nur Mono-TVs und dann brauchte man hinten keinen Stereo-Ausgang. Ja. Aber dann konnte man den Mega Drive direkt an die Anlage anschließen. Und genau. Das hast du, glaube ich, auch gemacht, ne? Ja, genau. Voll schön. Ja, geile Mucke. Wir haben ja, wir sind ja jetzt so ein bisschen in der Dance-Musik gelandet. Und ich glaube, du hast da auch was Schönes für uns jetzt. Ja, genau. Ich habe voll den Geheimtipp. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren ein lustiges kleines Videospiel auf der Switch entdeckt mit dem Namen Lichtspeer. Geiler Name schon. Auf jeden Fall, nachdem die Sendung gelaufen ist oder währenddessen auf dem Handy, einfach mal kurz YouTube anmachen und nach dem Trailer von dem Videospiel Lichtspeer suchen. Ja, ich habe mir den angeguckt. Lustig. Das ist richtig witzig. Aber was an dem Spiel noch so geil ist, ist die Musik von Komponisten, der heißt, ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, Marcin Sonneberg. Mhm. Also ein Skandinavier. Wahrscheinlich, genau. Und der hat einen richtig, richtig geilen Soundtrack zu dem Spiel geschrieben. Und daraus hören wir jetzt einen Titel mit dem Song Uberfrost 3000. Thank you.
richtig schön. Also das ist wirklich auch so ein Trance-artige, also Slow Trance, fast, also richtig coole Chill-Out-House-Mucke. Kann ja, man schön, auf jeden Fall. Schönes Schneckno-Tempo mit ja. 112 BPM. Schneckno, ja, sehr gut. Kann man auflegen, kann man sich warm grooven irgendwie auf so einem Festivaltag. Oder es klingt auch ein bisschen frostig, ne? Wie es ja auch sagt, ne? Uberfrost. Das sind diese Twinkle-Echos. Ja, genau, das klingt so nach Schnee und sowas. Ja, ja, genau. Das klingt auch nach so alten Casios. Typische Weihnachtsmusik-Sounds. Ja, genau. Das ist super. Also. Gefällt mir gut. Also schöner Geheimtipp. Lichtspeer mit der Song aus dem Spiel Überfrost oder Überfrost 3000. Ja, geiler Titel auch. Ja, ich glaube, wir sind ja jetzt in der elektronischen Musik behaftet, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Da kommen wir jetzt auch bis zum Schluss nicht mehr raus. Nee, und das ist auch gut so. Das, wie gesagt, das ist ein wichtiges Ding. Und diese orchestralen Soundtracks, die sind natürlich auch immer cool, aber tatsächlich bei mir persönlich bleiben doch eher Songs hängen, die Melodien haben, die einen coolen Beat haben, die irgendwie auch pushen. Und eines der krassesten elektronischen Songs, die ich in einem Spiel entdeckt habe, war bei einem der krassesten Spiele überhaupt. Es hat eine stilisierte Gewalt, die selten erreicht wurde in Videospielen. Und das alles in 2D. Es macht Magengrummeln auf 2D. Das ist schon, sag ich mal, eine harte Leistung. Liegt auch an der Atmosphäre des Ganzen. Es ist super düster, wie ein Albtraum. Also Neon-Albtraum, würde ich sagen. Hotline Miami. Ganz spannendes Spiel. Ja, sehr gewaltvoll, muss man dazu sagen. Aber es ist ein Stück Kunst. Also es ist wirklich, ja, erinnert so von der Handlung ein bisschen an Taxi Driver meets irgendwelche verrückten Horrorfilme aus den 2020ern. Also es ist sehr modern und hat einen sehr modernen Soundtrack und ballert einfach weg. Lass mal hören. Wir hören aus Hotline Miami. Hydrogen von Moon.
Ja, richtig gut. Der ganze Soundtrack ist mega gut. Also der klingt durchgehend so im Stil dieser Musik. Weil du halt, die Musik läuft durch, wenn du stirbst. Das heißt, da kommt kein Ladebildschirm, sondern es geht direkt los, da wo du anfängst im Level. Das heißt, du läufst das Level, stirbst. Läufst das Level, stirbst. Läufst das Level, schaffst das erste Level. Läufst das zweite Level, stirbst. Der Song läuft immer durch. Der wird nicht abgebrochen. Und dadurch hast du so eine hypnoseartige Spielsituation. Also selten, dass ich so in einem Spiel so mich verloren habe. Ist richtig ja. gut. Ja, richtig, richtig, richtig gut. Mega Spiel. Ich habe mir den kompletten Soundtrack von Teil 1 und 2 in so einer fetten Vinylbox bestellt. Geil. Mit fetten Artworks noch drin und so. Es ist richtig. Sehr cool. Richtig, richtig cool. Genau, und ich habe noch eine Schallplatte von einem Videospiel. Die habe ich schon vor längerem gekauft. Es ist mein absolutes Lieblingsvideospiel. Meilenstein. Es ist ein absoluter Meilenstein. Ich wurde noch nie so geflasht und ich wurde noch nie so tiefgehend beeinflusst von einem Videospiel. Also was meine Denkweise an Videospiele als Kunstprodukt angeht und wie man an ein Videospiel rangeht, also wie man so multimedial alle Facetten von so einem Videospiel mit berücksichtigt. Drop den Namen. Das Spiel heißt Rez, R-E-Z. Yes. So gut, Rez ist der Wahnsinn. Ich habe von Mitsuguchi, damals noch Sega. Ich hatte ja auch eine Dreamcast, hatte das auch. Wir haben das gemeinsam gespielt und es hat unseren ganzen Freundeskreis ziemlich geflasht. Ja, genau. Also es ist wirklich der absolute Knaller. Das ist so ein recht psychedelisch, techno anmutendes Shooter-Game. Wie so auf Schienen fliegt man durch ein Cyber-Level. Man ist ein Virus, der ins System eindringt und ballert halt Gegner ab. Also man muss dazu sagen, man schießt die ganze Zeit, aber es klingt eben immer wie Instrumente, weil es halt man rhythmisch ist, selbst das, wenn du so ein Lock-on machst mit mehreren Gegnern, selbst das ist rhythmisch und in verschiedenen Tonhöhen so ungefähr klingt das dann und das halt zusammen mit dem Beat, das ist wirklich special. Also war der erste Musikshooter in die Richtung, glaube ich. Mhm. Ja, das ist ein einzigartiges Spiel. Also so, ja, wie gesagt, das hat so in unserem ganzen Freundeskreis die Leute beeinflusst. Ich habe es gespielt und habe dann einfach Freunde auf die Couch gesetzt und die haben mir dann so eine halbe Stunde, 40 Minuten einfach wie gebannt auf den Fernseher geguckt, weil das einfach so, ja, es sind halt geile Visuals, das ist die geile Musik. Mit bekannten Leuten. Kann man heute noch als Visual einfach verwenden, so können wir eigentlich auch mal wieder machen. Stimmt, gut, dass du es sagst. Wir haben das tatsächlich in Saarbrücken im Modul mal gemacht. Ja. Als wir im Modul aufgelegt haben, habe ich einfach meine Dreamcast mitgenommen und die mit dem Beamer an die Wand geworfen. Dann hast du zwar andere Musik dazu aufgelegt, aber ich habe einfach das Spiel gezockt. Hat wunderbar funktioniert. Ja, genau. richtig geil. Genau, wir hören jetzt von Kenichi Sugiyama Buggy Running Beeps. We'll be right back.
Wir kommen zum Ende. Wir spielen unser letztes Lied. Und unser haben wir uns natürlich genau was ganz Besonderes aufgespart. Wir haben auch mal einen Game-Soundtrack gemacht zu einem Spiel namens Breaksaw. Yes. Das, glaube ich, leider nicht mehr verfügbar ist. Echt? Ah, okay. Ich glaube nicht mehr, nee. Naja, muss man die Webhostings und so. Das ist schon eine Weile online gewesen. Genau, ich kann aber ganz kurz erzählen. Also Breaksaw, das ist von unserem bekannten Kai Herrmann, hat das Spiel programmiert. Es ist ein Browser-Game, das aber dafür gedacht war, auf der Wii gespielt zu werden, weil man nicht nur mit der Maus zeigen muss, sondern die Wii-Fernbedienung auch drehen muss. Und im Grunde ist es so ein bisschen so eine moderne Version, eine runde Version von Breakout. Also wer Breakout kennt, man hat unten so ein kleines pillenartiges Raumschiff von links nach rechts und dann geht ein Ball hoch und man muss oben halt legendäres Spiel, habe ich geliebt. Ja.
Ich dachte früher hast immer. Hast du es auf dem Gameboy gespielt? Wo habe ich Breakout gespielt? Ja, auf dem Gameboy, glaube ich, aber ich hatte das Modul nicht. Ich glaube auf dem PC, auf irgendeinem, ja. Weißt du, sowas, da andere spielen Solitaire und ich spiele Breakout. So, ich glaube, das war auch bei diesem Minesweeper Breakout, bei diesem Windows-Paket irgendwann mal dabei. War, glaube ich, eine Version davon dabei. Ich habe es geliebt. Ja, genau. Ich habe letztens mal geguckt. Ich glaube, das ist nicht mehr online. was schade ist, ich muss mal gucken, ob ich noch ein paar Screenshots habe. Genau, Breaksaw mit 2x, BREAXXOR. Ja, also vielen Dank an Kai für die Einladung, da den Soundtrack zu machen. Ja. Wir haben uns auch richtig reingekniet. Das ist auch richtig gut geworden. Genau. Ja, ich glaube, mit dem Lied beenden wir unsere Doppelfolge auch. Definitiv. Aber es ist ja ein Thema, das uns schon immer beschäftigt auch. Das muss man einmal abarbeiten. Es gibt so gewisse Säulen in unserem Leben und Hip-Hop ist eine, die haben wir schon abgearbeitet und Videogames ist die andere. Ja, viel Spaß bei Breaksaw. Das ist der Final Boss, das Endlevel und der Song heißt All for Love. Und der Artist ist Uppercut Continue und das Label ist Kanone Records. Wir sind Kanone Records Radio. Vielen Dank Baltic Radio für den Support und wir hören uns bald wieder. Ciao. Ciao. Den Soundtrack kann man übrigens auf Bandcamp anhören und auch kaufen, wenn man will. Bitte. Und demnächst auch auf allen Streaming-Plattformen. Wir sind dabei, unseren Back-Katalog zu digitalisieren. Dauert nicht mehr lang und dann hört ihr Breaksaw auch auf Spotify und vor allem auf Tidal.